Alter, und das an alle Zuschauer, die gerade sich fragen, warum ich Alter gesagt habe, nicht weil Gessel ein gewisses Alter überschritten hat, das auch, eigentlich nur, weil gerade draußen die Welt untergeht. Fabi, bei dir auch? Wie ist ein bisschen Regen? Wenn ich den Regen auf dem Dach höre, dann ist es viel Regen. Alter, was regst du denn auf? Da sind nur ein paar Tropfen. Ich sag bei mir jetzt gar nichts. Ja, du bist ja auch am Arsch der Welt. Bis Gott da, bis Gott weiß, wo das ist, dauert das ein bisschen. Ich sehe schon, nur bei Alex Haus geht die Welt unter. Ja, hier kommt gerade die Arche Noah vorbeigetuckert. Hier sind, ja, Nashörner, ist die Nashörner, sehe ich da. Giraffen sind auch cool. Da habe ich vorhin einen Artikel in der Hörnachschule gelesen. Da hat ein bekloppter amerikanischer Millionär in Kentucky die Arche Noah nachgebaut. Ich habe jetzt Hunger auf Hühnchen. Wegen Kentucky? Ja. Wieso kann ich nicht bereit drücken? Ich weiß es nicht, vielleicht bist du einfach nicht bereit. Jetzt geht's. Gibt es irgendwelche Wünsche? Kein 1-Punkt- und kein 3-Punkte-Match. Ich hab's irgendwie schon gewusst. Und hab's schon mal vorsorglich rausgenommen. Aber ich wollte natürlich nochmal die Bestätigung von dir. Ob. Hat schon angefangen. Nee, ich glaube, das ist ein Kriegsmatch, oder? Das sieht mir sehr stark nach einem Kriegsmatch aus. Das ist ein Kriegsmatch, definitiv. Wenn die Amis D, C, B und A haben und wir nur E, dann würde ich mal vermuten, entweder sind die Amerikaner scheißgut gewesen und haben sich auf einer Karte, wo es nur 2 Fronten gibt, plötzlich alle 4 eingenommen und jetzt sind jetzt an der 5. Oder das ist wirklich ein Kriegsmatch und es ist einfach genauso, wie es da gerade gezeigt wird. Gut. Vermutlich ein Kriegsmatch. Ist nur eine Vermutung. Deswegen zuerst sag ich nehmen wir die ein. Also zuerst O, dann D und dann den anderen O-Punkt. Schön, dass du so zuversichtlich bist, dass wir O einnehmen. Find ich gut. Was, wir nehmen O ein? Ich merke nur gerade, wir haben leichte Panzer gegen, pass auf, Hellcat. Läuft doch, Hellcat hat doch nur Rüstung. Ja, super. Und was haben unsere Panzer? Zum Vergleich zu Hellcat? Ja. Nur Rüstung. Ketten, wir haben Ketten, geile Ketten, cool. Top. Aber weißt du, was wir beim Kübelwagen haben? Dich. Nee, einen Kofferraum. Oh, der bringt uns sehr viel. Ja, dir bringt dir sehr viel, Gisel. Da können wir ganz viele Soldaten reinpacken. Oh. Oh, guck mal, jetzt fängt an bei mir auch hier zu regnen. Die haben die Kamerasicht verbessert. Ja, mit dem letzten Update. Gisselmann, du schaffst das. Mist. Spawn bei Gissel. Der scheint mir kompetenter. Du schaffst das, Gissel. Was ist denn das für eine Scheiße? Du sollst fahren, ich will Punkte haben. Fürs eine, fahr den Jungen um. Wo fährst du denn schon wieder hin? Die Kamera sich vom Aussteigen. Ich sag jetzt einfach mal gar nichts. Hier wird schon wieder geparkt, wie der allerletzte Hampel. Du oder was? Nein. Was guckst du so dämlich, du Scharfschütze? Ja? Angriff. Das Schöne ist, ich habe Gissel schon 5-mal weggerannt, aber habe noch keinen Schaden. Nee, Gissel, wir haben auch keinen Schaden. Nö. Oh doch, ihr habt einen Schaden. Einen ganz großen Schaden. Oh oh, oh oh, oh oh. Haha, Offroad. Tschüss. Alex, komm zurück. Nimm dich mit. Ich will nicht. Ich hab überlebt. Fuck. Wie bin ich jetzt gestorben? Ich bin im Punkt angekommen, bin tot umgefallen. Der hat an mir vorbeigeballert, hat dich erwischt. Ja, aber von wo? Ich war doch schon im Gebäude drinne. Ich fühle mich gerade verarscht. Ich hab überlebt. Das Schöne ist, ich höre gerade noch die Killcam in dem E3-Punkt. Wunderschön. Denn du hörst die Killcam. Ja, ich höre meinen toten Körper da noch liegen. Es ist komisch, also mein Körper liegt anscheinend noch da. Und es regnet schon wieder. Oder immer noch. Nein, es regnet gerade wirklich nochmal richtig stark.
Warum steht mein Auto nicht draußen? Dann könnte ich mir die, dann könnte ich mir die Waschanlage sparen. Das macht tatsächlich Wasserflex. Ja, aber dann schmeckt es so ein bisschen, oder? Ich war noch eine gute Idee. Ich wollte ja eh noch mal heute Abend in die Waschstraße fahren. Mein Auto steht ja gerade draußen. Passt. Piss dich. Fabi, ich mach dir einen Vorschlag. Du schneidest dein Auto einfach um die Hälfte. Warte mal. Dein Auto in die Waschstraße? Fabi? Ja. Den Polo? Ja. Der muss nicht in die Waschstraße, der muss zum Lackierer. Komm her, du Mongo, ey, wenn ich dich irgendwann wieder sehe. Candy! Auf dem Berg. Ein Scharfschütze. Bei E3. Es läuft heute nicht wirklich. Das muss so. Was habt denn ihr für eine Ping? 30. Warum hast du eine 30er Ping? Ich habe eine 60er Ping, die manchmal hochspringt auf 100. Also richtig beschissen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es per Du nicht. Per Du oder per Tu? Per Du, nicht per Ich. Ich bin ja nicht selbstverliebt. Per Du. Nicht. Und wenn ich mit anderen Leuten spreche, dann sage ich per Sie. Andere Leute sagen, nennen das per se, aber ich nenne das per sie. Diese tollen. Diese Leute, die nur Granaten werfen. Und das war gerade mein Medikit. Wie soll ich denn da jetzt überleben? Ich habe Lowlife und muss noch 50.000 Kilometer hier durch. Also die Kamera, sich kotzt mich ja an. Ne? Ja, mich auch ein bisschen. Ich finde das diese hässlichen Bewegungen. Ja, ich finde das unglaublich gewöhnungsbedürftig. Was ist denn das für eine Karre da? Warum zum Teufel haben eigentlich die Amerikaner eine Hellcat? Ich verstehe das bis jetzt immer noch nicht. Weil wir Krieg spielen. Ja, trotzdem. Warum haben die eine Hellcat? Weil du scheiße bist. Okay, nächste Frage. Warum haben die eine Hellcat, während wir hier drinnen spielen? Auf der Map. Das ist nicht euer fucking Ernst, oder? Ich dachte gerade im Moment, warte mal, da sind gerade drei Leute reingelaufen. Der müsste doch eigentlich tot sein. Dann hab ich gerade gehört, wie er da mit der Thompson geschossen hat. Dann habe ich mir gedacht, Moment, der könnte da doch noch sein. Laufe da rein, sehe dann auch wirklich einen, hab da noch kurz abgedrückt, aber da war ich schon weg. Schon lange weg. Das ist unglaublich gerade. Ja, 1-4 läuft. Ich würde sagen, ich mache einfach im Schnitt, mache ich das umgedreht. Wir sind die Brawl Force! Oh. Lenk die mal ab, bitte, Fabi. Slalom! Nein! Ich bin drin! Ich bin auch drinne. Ach, du Heilige. Und Leben läuft. Ich habe noch volles Leben, weil du die abgelenkt hast. Danke, Fabi. Aber ich hätte noch eine Frage. Du Idiot, warum hast du das Fahrzeug direkt da vorne hingestellt? Direkt vorne, wo alle kommen. Junge, ich hasse dich. Kannst ja Vorlauf in die Karre holen. Ich hab da gerade einen Hellcat lang fahren sehen. Ich gehe da bestimmt nicht nochmal raus. Der Hellcat gerade geschossen. Die fährt gerade weg und wird verfolgt von einem Motorrad, Mann. Von einem Motorrad. Ich laufe mal nach oben. Und geh mal etwas Schnieper ran. Ey, diese Kamerasicht, wenn du stirbst, ist behindert. Ja, das finde ich besonders nervig. Diese neue Kamerasicht, wenn man stirbt, dass man da einmal quasi um sich drumherum schwebt und dann erst auf den. Ja, man kippt um. Das ist irgendwie behindert. Ja. Die Kamera fährt einmal um deinen toten Körper drumherum. Ich finde das bescheuert. Indiana Jones wird sich gerade geprügelt. Okay, oben auf dem Hügel ist einer. Kommt alle Mann mit in mein Auto. Ich suche gerade noch den Sniper, der mich gerade besniped hat. Ich suche den Sniper, der mich besniped hat. Lass ihn. Hab ihn. Er weiß es nicht besser. Klappe zu, sonst kommst du wieder in den Kofferraum.
Alter, ich kann... Nee, der hat jetzt hier nicht wirklich mit einer Bazooka reingeschossen, oder? Hat er einen... Ja, doch, ich hab's gesehen. Fabi, hat er vielleicht auf dich geschossen? Ganz zufällig. Ja. Und er hat in die Tür reingeschossen und hat mich drinnen erwischt. Ja. Ich hasse dich, Junge, ich... Ich hab gar keine Worte dafür, ich brauche eigentlich ein anderes Wort dafür. So einen typischen Scheibler. Genau. Was ist denn dieser komische LKW hier eigentlich? Was soll denn die Kacke? Truppenfahrzeug! Der bringt ja überhaupt nichts, oder? Doch, man kann da drin spawnen. Ja, aber hat keine Waffen ist oder so. Ist das ein fucking Ernst? Wollt ihr mich hier eigentlich alle verarschen? Ja. Gissel, da schießt einer mit einer Panzerfaust drauf. Töten, Gissel, töten! Echt mal. Ich möchte da jetzt spawnen, wenn das möglich wäre. Wäre das möglich? Dankeschön. Wir verlieren eh E3, von daher. Wir sind schneller bei O. Ich kümmere mich mal um E, ich versuche den irgendwie aufzuhalten. Mach wir sind viel schneller bei O. Ja, wir sind geil. Und ich fahre wieder vor dem Baum. Ja, du, ich bin unausgeschlafen, uneingeschlafen, ne? Versteht sich. Wie lange warst du denn gestern auf dem Viehmarkt? Gestern war ich auf, keine Ahnung, 23 Uhr war ich noch da. Weil ich gestern auf nicht 23 Uhr warst du noch da, das ist top. Bis 23 Uhr. Ich hasse den Typ mit seiner scheiß M1, M2 Karabiner. Kacke da. Ah. Bis, 23 Uhr. Länger habe ich nicht durchgehalten, weil, davor waren wir ja nochmal auf dem Viehmarkt, nee. Und da du mich etwas sehr stark gefordert hast, ich hasse euch doppelt gerade, konnte ich nicht noch länger. Also ich habe den ganzen Tag schon Migräne gehabt. Du Armer. Ach du auch, ja. Ich sag ja. Ja, ich glaube, ich habe einen Infekt im Körper und den konnte ich halt nicht richtig auskurieren. Ich hasse euch. Dein Ernst. Von wo wurden wir jetzt getötet? Oh, ich hab keine Killcam. Ja, oben ist keine Killcam. Oben steht auch nicht, wie wir gestorben sind. It's a gotta manage. Ich verstehe es manchmal echt nicht. Do not spawn at vehicles at E1. Warum? Steht da wirklich jetzt einer? Steht da wirklich eine Hellcat oder irgendwas anderes? Das glaube ich jetzt nicht. Nicht schon wieder. Oh. Fünf! Ich hasse die Amerikaner gerade. Die wollen mich doch gerade kreuzweise verarschen, oder? Du kommst da rein. Kopfschuss. Okay, also wir merken. E1 steht einer, der Fahrzeuge wegschießt. Vermutlich eine Hellcat. Bei E3 hockt einer auf dem Dach, der Infanteristen wegschießt. Die einzige Möglichkeit ist bei E2. O1 war gerade noch unser eigen, aber wenn du da reingehst, wirst du von diesen Kopfschuss-Amerikanern sofort mit einem, wer hätte gedacht, Kopfschuss weggemacht und getötet. Ui, und da steht schon wieder eine Hellcat vor der Tür. Ich freue mich. Halt einfach dein Maul, wir haben und der hat auch eine Mine da hingelegt und ich bin reingelaufen. Oh! Ich will hoch auf den Berg, du Pisser, ich will den Scharfschützen umbringen. Ich höre gerade den Fabian doppelt. Warum höre ich Fabi doppelt? Weil ich gerade verletzt habe. Weil ich rumbrülle. Ja, trotzdem, warum höre ich dich dann doppelt? Gessel? Hä? Hast du zufällig Lautsprecher an? Ja, aber schon die ganze Zeit. Ja, ich höre, warum höre ich ihn dann jetzt erst doppelt? Weiß ich. Weil ich eh noch nicht rumgebrüllt habe. Brüll nochmal rum. Halt dein Maul! Komm, steig in. Primon. Kannst du den Mongo auch mal töten, ey? Wer ist ein Dämon? Dämon? Primon. Ohne Dämon. Trimo, Primo. Primo 11. War das nicht so ein Viecher aus der Sesamstraße? Primo. Nee. Könnte auch ein Pokémon sein. Primo, Primo. Du weißt, alles kann kein Pokémon sein, das seinen eigenen Namen holen kann. Primo, Primo! Ja, so in die Richtung. Guck mal, da ein Gissel! Gissel, Gissel! Gissel, Gissel! Ich setze gegen Sinning meinen Gissel ein. Das hört sich falsch an. Nicht ich, nicht ich, warum ich?
Mein Container. Was ich gerade eher nicht verstehe, warum die Amerikaner einen immer sofort sehen, aber man die Amerikaner selbst nicht. Habt ihr eine Abholung? Ich wäre euch sehr verbunden. Guck mal, wo ich bei dir bin. Ach, du bist da oben. Ja. Und ich werde gerade von zwei Seiten von Amerikanern beschossen. Mittlerweile nur noch von einer, weil ich eine Seite weggeschossen habe. Aber trotzdem ist immer noch die Frage im Raum, wo der eine Amerikaner hockt. Genau da hinten. Ach, das sind zwei sogar gewesen. Stimmt. Tja. Klasse. Gut, bin ich mittlerweile wenigstens neutral? Nein, aber ich bin auf einem guten Weg. 10-mal gestorben, 6 Leute getötet. Immerhin. Ja, guck mal, wer ihr Team bester ist. Mit der KD? Naja. Ja. Auch keine Kunst. Ich hasse es. Ey, du wirst hier richtig schön empfangen, ne? Man kommt um die Ecke. Und Kenny. Das ist so schlimm gerade. Gut, fassen wir mal zusammen, wie ich jetzt mittlerweile gestorben bin. Kopfschuss, 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 M1 Karabiner, eine Mine durch irgendeinen Glitch, keine Ahnung wie, durch Bazookas, weil ich Lowlife war, Hellcats waren auch noch dabei. Ach, ein wunderschönes Match. Fehlt eigentlich nur noch, dass ich... dass einmal ein Handschellbomber darüber hinwegfliegt. Es fehlt eigentlich nur noch, dass ich von einem Messer weggeschnetzelt werde. Oder am besten noch von einem Grabwerkzeug. Hey Alex. Na Schaufel. Sollen wir das jetzt ganz einfach machen? Markierung setzen und sagen Artillerie. Haben wir denn Artillerie? Wir mal alles wegpumpen. Haben wir denn Artillerie? Sei mal ehrlich. Haben wir Artillerie? Panzerfaust 60. Wir haben Panzerfaust 60. Geil. Ja, Fabi? Geil. Artillerie für Arme. Panzerfaust 60. Oh, scheiße. Ich hätte dem vielleicht mal das Ding freigeben müssen. Aua, aua. Es waren wieder 3 Amerikaner. Das ist immer dieser Moment, wenn man 3 Amerikaner vor sich sieht, man ist eigentlich so gut wie tot. Ich war nicht mal in deinem Auto richtig drin mit der Kamera, bitte. Ja, ich hab's mitgekriegt. Ich hab's bemerkt, ich hab's aufgenommen und ich werd's vermutlich auch retuschieren. Ja, 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 hier, hier an. Leck mich. Warum kannst du hier irgendeinen anderen erwischen? Das Schöne ist, da waren Amerikaner links. Den habe ich beschossen. Ein Amerikaner rechts, der hat dann auch noch auf mich geschossen. Und einen Scharfschütze. Der war noch zur Sicherheit da. Und die stehen auch immer noch da. Ach ja, diesmal kommen wir durch. Diesmal kommen wir durch. Ich hab Gutes. Wer kommt durch diesmal? Ich komm durch, ihr nicht. MG, am MG, am MG. Hab ihn, den Kenny. Wie denn Selbstaufgabe? Was ist denn das für ein Ja, du bist bei voller Fahrt ausgestiegen. Boah. Ja, wir werden aber beschossen. Du saß auf dem Opferplatz. Alex, du kommst durch. Ich bin ja schon durchgekommen. Problem ist, die wissen, dass ich hier noch da bin. Ich glaube, du wirst der Letzte. Immer der Gissel mal, der sich vor dem Krieg einfach mal. So, den habe ich auch. Heuker wirft. Weswegen bin ich denn jetzt schon wieder gestorben? Einfach so, weil es Spaß macht. Ja, denke ich mir auch gerade. Schon wieder an der gleichen Ecke, wo Alex und ich eben schon explodiert sind mit der Karre und wissen mussten nicht wovon. Wieder der gleiche Glitch? Ja, einfach Busch. Okay, die Straße des Todes, würde ich mal. Oh. Ha! Ihr Wichser, ihr könnt mich mal. Ich bin in eurem Po und ich bin in eurem Po und hier ist noch ein Amerikaner in eurem Po und der wird mich vermutlich gleich wegschnetzeln. La 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 la. Ein Amerikaner irgendwo auf dem Berg hat mich gerade weggesnipert, weil er wieder wartet und auf den nächsten Deutschen wartet, der da in den Punkt reingeht und er hat mich weggesnipert. Ja. La 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 la. Da kommt ein Spaß rein. Da kommt ein Spaß rein. Ich hab ihn weggeknallt. Bleib weg von den Fenstern. Die stehen wieder oben auf dem Hügel zwischen E3 und O. Die schießen mit Scharfschützengewehren da rein. Die Erfahrung durfte ich gerade machen. Oh, Gissel, gute Idee. Hast du gut geparkt, finde ich. War ich nicht. Gute Idee, Gissel. Du bist mitgefahren. Hast du gut gemacht. Wow.
Jetzt nimm den Punkt ein, ich war doch eben schon die ganze Zeit drin. Ja, ich habe damit angefangen. Ey, Gissel, hörst du mal auf, mit Panzerfäusten zu schießen? Das ist total bitter. Ich wünschte, ich wäre das. Jetzt machen das. Oh, ich wollte ja schon sagen, jetzt tot, aber. Ja. Wir von den Äther. Wo hat er denn geschossen, Gissel? Vom Hof. Und überall. Nicht sein fucking Ernst. Was denn du gemacht? Da ist einer aufgepimpte Thompson, aber der lebt. Der ist schon tot. Der lebt. Ist schon tot. Es ist gerade total schrecklich, oder? Es ist wirklich grausam. Ja, Alex. Ja. Ich hab's ja gesagt, du hast ja gesagt, eine Stunde aufnehmen. Ja. Ist noch nicht eine Stunde. Ich geh jetzt jede Sekunde mit. 12 Minuten noch. Ja, was? Du bist ja bis Donnerstag weg. Da brauchen wir für Montag, für Mittwoch. Weg. Ach, du bist bis Samstag weg. Ja, Fabi. Dann reicht das. Da reicht natürlich eine Stunde nicht. Das glaubst ja auch nur du, du kannst da noch mitgelaufen, ey. Das hier tue ich mir nicht an. Wann fährt er denn? Morgen. Morgen Montag. Nicht an Position sammeln. Hier, da, Angra. Okay, er will ich. Kommt einfach an Land. War am Land. Immer. Nein! Ich wollte nicht M1 Grand, ich wollte M1, M2 Karabiner. Warum liegen die Scheißteile nebeneinander? Um dich zu ärgern. Bestimmt.